Moin, einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen hier zur 29. Folge von Transocean The Shipping Company. Wir besuchen auch gleich mal unsere liebe Köln im Hafen von Port Said. Lassen hier einmal alle Meldungen weggehen und beladen diese direkt wieder neu, um zumindest mal zurück hier rüber in Richtung Osten zu fahren. Für den Fall, dass wir nochmal nach Manila müssen. Hangeln uns hier so ein bisschen durch, werden dann auch noch ein paar. Da gucken, dass wir nochmal einen Auftrag hier hin und nach Shanghai kriegen. Und ja. So, die Bonn. Nehmen wir diese beiden wunderschönen Aufträge nach Lagos auf. Dann fahren wir mit ihr eben einmal so außen rum. Aber ich möchte natürlich auch nicht quasi halb leer fahren. Ich möchte ja schon einiges an Gewinn machen. Und dann fahren wir jetzt mal mit der Frankfurt Oder noch hier nach Manila rüber. Die Bingen ist fort. Gucken, wie sieht es hier gerade mit den Aufträgen aus. Der ist gleich fertig. Die beiden sind unterwegs. Und dann sind wir mit den Großaufträgen soweit durch. Das heißt, wir können die hier dann doch anderweitig auf den Weg schicken. Und let's go. Die Hirt hat die Neroports erreicht. Nimmt hier Ware nach Bangkok auf. Und jetzt geht's ans Geld verdienen. So, wenn wir jetzt die Koblenz anlegen lassen, dann sind wir durch mit dem. Darum warte ich jetzt noch, bis die Frankfurt Oder hier Manila erreicht hat und dort wieder abgelegt hat. Gotha ist bereits im Anlegen, Port Said, die Köln in Salana, das können wir ruhig machen. Gut, haben wir jetzt nichts, was passt. Also geht's direkt weiter. Das ist jeweils Port Said. Erfurt hat New York erreicht. Wo fahren wir mit ihr hin? Das sieht doch ganz schön aus. Irgendwo zwischenhalten? Nö. Okay. Dann voll tanken. Ach, Mist. Ich wollte eigentlich den hier noch mit annehmen. Also den hier statt dem hier. Verflix. Das würde nur so schaffen, wenn wir erst. Das würde auch gehen. Aber ich glaube, so geht es schneller. Wir brauchen so und so 16 Tage. Sehr schön. Die Frankfurt Oder ist in Manila angekommen. Weil Los Angeles, Felix, so sind viel lukrativere Aufträge hier. Kann man sogar beide annehmen. Ist einer von den beiden Terminaufträgen? Sind aber beides Terminaufträge. Einer haben wir 36 von den anderen 34 Tage Zeit. Wollen wir jetzt von hier aus quasi nach L.A. und dann von da aus nach Felixstowe. Wir brauchen nach Felixstowe von L.A. aus 35 Tage. So, haben aber nur insgesamt 36 Tage Zeit. Das heißt, das passt nicht. Das heißt, wir nehmen den nach
Los Angeles. Man würde dann sagen, nehmen wir noch einen hier hin an, aber das geht leider nicht. Ja, dann kommen wir nur den nach LA. Also tanken müssen wir vorher noch. Und dann können wir die beiden hier jetzt doch anlegen lassen. Nummer 1. Und Nummer 2. Das ist nicht Schule. Das ist nicht Schule. Nee. Und begriffen hast du nichts. Wieso denn? Weil wir gesagt haben, Schule. Ich hab doch Schule gemacht bis vor einer nee, Stunde. Hast du das aufgeschrieben, für dein, was er heute für Tage hat? Ich möchte gerne sehen, was du heute mitgeschrieben hast. Und damit ist der Großauftrag fertig. Sehr schön. So, dann sehen wir uns mal um, was wir hier so Schönes haben an Aufträgen. Metro Vancouver sehe nicht schlecht aus, aber die beiden zusammen gehen leider nicht, weil sie zu schwer sind. Aber die beiden zusammen gehen. Das passt dann gerade so. Dann schicken wir sie so auch gleich mal auf den Weg. Und go. So, dann gucken wir jetzt noch für die Gotha. Nehmen wir vielleicht die beiden hier nach Lagos. Ist vielleicht ganz gut. Ansonsten. Ja, nee, doch, nehmen wir hier die beiden nach Lagos. Und ablenken. Die Augsburg ist bereits zum Anlegen in Jeddah. Kam aus New York. Shanghai und Keihin Ports sehen ganz gut aus, die beiden Aufträge. Let's go. Wie sieht es denn hier in Valencia aus? Dreiundzwanzig Tage braucht die hier noch, okay. Mehr wollte ich gerade gar nicht wissen. Ah, Mist, das wird teuer. Habe von 38 Millionen. Und für die Schmuggelware nochmal 98 Millionen. Autsch. Das tat weh. Das tat gerade dolle weh auf dem Konto. Aber zum Glück ist ja das Erwischtwerden mit Schmuggelware eher eine Seltenheit. Also machen wir weiter. Würde ich natürlich im echten Leben immer schön von abraten. Lasst bitte die Finger von irgendwelchen illegalen Sachen. So. Die Aurich hat uns gute Dienste erwiesen. Jetzt sagen wir auf Wiedersehen. Damit sind dann nur noch die Mainz und die Leer an Schiffen, die nicht Klasse 4 oder 5 sind, in unserer Flotte. Die Mainz mit dem Auftrag nach Balboa unterwegs, demnächst da. Da ist er. Und hier oben halt die Leer. Mal gucken, wer jetzt erst ankommt. Erstmal erreicht die Bonn Lagos. Das gibt gut Geld.
Und los geht's. Potsdam hat Jebel Ali erreicht. Wo fahren wir jetzt am besten hin? Ernsthaft. Nach New York und was können wir da vielleicht unterwegs mitnehmen? Nehmen wir hier den Auftrag nach Felixstowe noch mit und liefern den halt unterwegs ab. Na komm, hier Felixstowe und danach New York. So, hier haben wir noch was nach Shanghai. Das laden wir mit auf und go. Die München hat Cologne erreicht und hat jetzt noch einen Auftrag nach Balboa dabei. Ja, die kann ich leider nicht beide aufnehmen. Ja, dann doch, dann lasse ich ihn erstmal nach Balboa rüberfahren, das kurze Stück. Mal gucken wir von Balboa aus, was wir da haben. So, die Mainz ist auch gerade in Balboa angekommen. Ihr wisst, was das heißt. Wir verabschieden uns. Danke für deine Dienste. Auf Wiedersehen. Und damit verlässt uns auch das letzte Post-Panamax-Schiff. Der letzte Feeder folgt gleich. So, erstmal geht es jetzt aber mit der Bingen weiter nach Kapstadt. München erreicht bei Balboa. Wobei, wir gucken erstmal weiter. Machen wir so. Gib mehr Geld. Investorenanteile von 210 Millionen. Ach du meine Güte. Und schon sind wir wieder arm. Ist das nicht schön? Nee. Finde ich auch nicht. So, und von da aus dann nach Los Angeles. Die Bingen hat Kapstadt erreicht. Das nächste dürfte dann, denke ich mal, die Leer sein, die oben Anchorage erreicht. Wir werden sehen. Ich hoffe es auf jeden Fall. So, nach Jebel Ali. Und die Textil wieder nach Hongkong. Ah, komm. So, und dann Hongkong und wir tanken voll. Leichter. So, damit ist auch dieser 5-Vertrag erledigt. Wir sagen auf Wiedersehen, Lea. Verabschieden uns damit. Auch von unserem letzten Feeder. Was bedeutet, dass wir ab jetzt nur noch Schiffe der New Panamax und ULC-V-Klasse besitzen. So. Thema Jena. Wie viele Tage brauchst du noch? 17. Dann gucken wir mal hier bei den Krediten kurz rein. Wie viel hier noch übrig ist. 365. Alles klar. 5 Verträge haben wir jetzt keine mehr. Das freut mich jedenfalls. Und ja. Nee. Alles klar, weiter geht's.
Naja. Machen wir einfach. Das könnte eventuell so funktionieren, wenn wir erst nach Rotterdam fahren. Und dann nach Balboa. Eigentlich wären das genau 28 Tage. Aber wenn er rummeckert, dann lassen wir es natürlich. Die Aachen hat Los Angeles erreicht. Hat noch was nach Metro Vancouver dabei. Wollen wir gleich schon mal weiter gucken? Ach nee, komm. Fahren wir erstmal da hoch. Zollkontrolle ist beendet. Die Hürde ist bereits zum Anlegen in Bangkok. Hier hätten wir zwei Aufträge nach. Das sieht doch schön aus. Raubkopien und Waffen. Solange es Geld bringt, würde ich sagen, heiligt der Zweck die Mittel. So, dann wollen wir mal gucken. Fahren wir erstmal in die Keyimports rüber. Auf geht's. Aachen hat Metro Vancouver erreicht. Colombo. Ich würde sagen, passt so. Koblenz hat immer noch einen Krankenfall. Aber die hatte doch in Port Said zwischendurch schon angelegt. Ich verstehe es nicht. Egal. So, die Augsburg ist in den Key-Imports angekommen. Auf geht's nach Jebel Ali. Die Kerpen ist bereits im Anlegen Chaos Jung. Lagos. So, die andere Richtung. Das ist ebenfalls alles. Das hier liegt in unsere Richtung. So, dann legen wir mal noch ab. Und mit der Erfurt noch an. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Am Mittwoch bei Transport Fever. Ist dann die erste Episode der zweiten Mission in der Amerika-Kampagne. Ansonsten natürlich am Freitag zur 30. Episode von Transocean The Shipping Company. Bis dahin auf jeden Fall. Macht's gut, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und ja, umgibt euch mit netten Menschen, bitte natürlich aber dabei an die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen halten und aber wie gesagt, habt eine schöne Zeit, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, macht's gut, es verabschiedet sich der Nikla.